darf man zur Not vor dem Arzt das Kopftuch ausziehen. Du solltest bei den Ärzten, wie die Gelehrten sagen, versuchen, eine Frau als Arzt zu nehmen, eine muslimische Frau zuerst. Such dir eine muslimische Frau als Ärztin. Egal ob eine allgemeine Ärztin oder sogar als Frauenärztin. Und Frauenärztin ist eher wichtiger, weil die Frauenärztin, ja, die sieht Sachen in der Regel, die eine normale Ärztin nicht sieht. Wenn du das nicht kannst, dann eine Ärztin, die keine Muslime ist. Wenn das nicht geht, dann ein muslimischer Arzt. Und wenn das nicht geht, dann ein Arzt, der nicht Muslim ist. Genau. Und im Notfall, natürlich kann die Frau auch ihre Blöße entblößen, aber dann nur im Notfall. Wie gesagt, wenn du keine Frau gefunden hast und dann nur noch einen Mann und es wirklich ein Notfall ist, man sagt, lidarurati ahkam, ja, für die Notfälle gibt es bestimmte Regeln. والضرورات تبيح المحظورات. Die Notfälle heben die Verbote auf. Das heißt, wenn es ein Notfall ist, dann wird auch das Verbot auch aufgehoben. Aber wie gesagt, nur im Notfall. Ja, ذاكر الأصحاب كن متأدبا.